Braucht es denn noch weitere Maßnahmen, um eben über das Coronavirus Herr zu werden? Ja, also ich glaube, es gibt vieles, was noch notwendig wäre. Ein echter Shutdown sieht ja anders aus. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel daran denken, dass immer noch Passagierflugzeuge in Österreich im großen Stil landen, dann ist das, glaube ich, kontraproduktiv. Wir verlieren hier weiter wertvolle Zeit und schleppen uns möglicherweise infizierte Personen auf diese Art und Weise ins Land, ohne dass dazu eine Notwendigkeit besteht. Oder wenn Sie daran denken, dass die Grenzen ja weiterhin in vielen Bereichen nicht geschlossen sind. Also gegenwärtig haben wir die Problematik, dass viele Menschen, die weiter nach Osteuropa wollen, kommen etwa aus Italien, kommen aber auch aus Deutschland, jetzt im Osten Österreich stehen. Die Ostautobahn ist ein einziger großer Parkplatz und das ist natürlich auch gefährlich für die Sicherheit der Bevölkerung vor Ort. Also da gibt es noch viele, viele Maßnahmen, die man setzen muss, um quasi Österreich nach außen hin abzuschotten. Das ist die eine Sache. Und das zweite ist, es braucht sehr, sehr viele Dinge, um die Sicherheit von Vulnerablen, also von verletzbaren Gruppen zu erhöhen. Also unsere Pensionisten, denken Sie dran, es wird bald der erste des Monats sein und da passiert möglicherweise das, was immer passiert, dass nämlich die Menschen dann in Scharen zur Bank gehen, um dort zum Beispiel ihr Geld zu beheben. Und ich kenne jetzt keinerlei Instruktionen, die das verhindern. Also da gibt es sehr, sehr viele Dinge im Detail zu tun. Und das größte Problem, glaube ich, das wir haben, ist die ausreichende Versorgung, die nicht gegeben ist mit entsprechenden Schutzmaßnahmen im Gesundheitsbereich selber. Also es ist erschütternd zu hören, dass man, wenn man es statistisch durchrechnet, zum Beispiel in Niederösterreich pro Ordination 5 Schutzmasken hat oder dass in einzelnen Spitälern Operationen nicht mehr durchgeführt werden können, weil es eben an diesen Schutzmasken fehlt. Und hier ist alles in Bewegung zu setzen, um hier dringend Abhilfe zu schaffen.